Bonjour, Madame et Monsieur, wir sind wieder bei Assassin's Creed Unity. So, ich wollte doch heute noch ein paar extra Aufgaben machen, bevor wir mit unserer Hauptquest weitermachen. Ich bin dazu wieder hier auf wieder auf die Insel zurück, weil ich glaube, dass hier die Aufträge noch ein bisschen leichter sind, also uns entsprechend angepasster. Und ich würde gerne zuerst, ich habe ja eigentlich von Pariser Geschichten gesprochen, aber ich dachte, wir machen vielleicht doch zuerst hier unser noch eine Gesellschaftsclub-Mission. Bringt uns ja schlussendlich auch wieder was für unser Café. Jedes Mal, wenn ich hier oben bin, finde ich den Heuhaufen nicht. Doch, da unten, da ist er doch. Hoffen wir mal, er findet ihn auch. Das war gar nicht. Ich wollte eigentlich sogar einen weiter unten verwenden, aber so geht es natürlich auch. So. Und falls danach die Zeit noch langt, machen wir noch eine Pariser Geschichte. Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt bei Unity einfach. Ich finde es schön, wenn man so nebenbei noch so viele coole Sachen machen kann. Und das will ich alles noch ein bisschen nutzen. Hier meine Level-Ups bekommen. Koop werde ich demnächst, wurde ich jetzt auch nochmal drauf angesprochen. Werde ich demnächst auch nochmal probieren. Auch wenn es jetzt das erste Mal nicht geklappt hat. Ja, Entschuldigung, ich muss eben kurz unterbrechen. Ich hatte total den Frosch im Hals. Mal einen Schluck Wasser trinken und so. So. Da sind wir in unserem Café. Nee, ihr müsst doch nicht gleich aufhören zu singen, bloß weil ich komme. Hier gibt es ja auch. Ach nee, das war das mit den Kontakten, genau. Und genau, die Aufträge waren eins höher. Ja, immer langsam kriege ich ein bisschen, wie gesagt, ein Gespür für. Ist halt nur blöd, dass ich nebenbei auch noch Risen spiele. Und ich werde ja auch weiterhin durcheinander kommen, glaube ich, bis ich Risen fertig gemacht habe. Deswegen hat es immer noch ein bisschen Priorität bei mir und ich komme nicht ganz so viel zum Assassin's Creed spielen, aber. Ich lerne das schon noch, mit beidem klarzukommen. So, was haben wir denn hier? Marats Mitteilung. Ein Brief stehlen, der eine gewaltige Bande vor der Justiz schützt. Ja. Akzeptieren und nachverfolgen. Eine gewaltige Bande raubt Gräber auf der Île de la Cité aus. Ein Brief des mächtigen Jean-Paul Marat schützt sie vor der Festnahme. Stellt diesen Brief. Boah. Klingt ja jetzt so auf den ersten Blick nicht sonderlich schwierig. Deswegen machen wir das auch. Ui, check. Oh, es ist so cool, über die Echtdächer laufen zu können und endlich mal wieder auch ungestört von irgendwelchen Wachen. Also, ich meine, klar, das erhöht die Schwierigkeit auch bei Missionen und sowas. Sehe ich auch vollkommen ein, dass man das machen sollte. Für die Schwierigkeit des Spiels quasi, aber so zum. Zum Spaß ist es auf jeden Fall cooler, wenn alles frei ist. So, oh, Todesschwein. Ja, mach doch mal alle Platz für mich hier. Oh, da ist noch ein Dieb. Den Dieb rammen. Oh, komm. So. Ich soll den doch rammen. Langt das nicht? So. Ja, sieben. Ah. So, ja, und kaum kämpfe ich wieder, weil drücke ich wieder die falschen Tasten. Aber passt schon. Wow. Wow. Die Frauen sind aber auch ordentlich brutal hier. So, jetzt nehmen wir erstmal hier nochmal einen Trank und da gibt es auch noch ein Geschäft drinne. Da sollten wir vielleicht auch nochmal reinschauen. Das ist aber eins weiter oben. Komme ich hier in dem Haus nach oben her? Gut. So. Kann man denn? Diese ganzen Zeichen, die da überall rumwuseln so. Ach so, ja, ich wollte ja auch gucken. Ich kann jetzt eigentlich auch Gegenstände verbessern. Ne? Das sind diese Nebenbeipunkte, die man da bekommt. Charakteranpassung. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Danke für den Hinweis. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier als Einhänder
habe ich meinen stumpfen Kavaliersäbel. Wir könnten jetzt aber auch zum Beispiel den nächsten, nächst besseren mal kaufen. Oder den übernächst besseren. Zusätzlichen Schaden 25%, ja. Schaden. Geschwindigkeit sind die. Ist der genau gleich wie der hier, oder? Sieht zumindest so aus. Aber Schaden parieren. Ja, den meine ich. Aber das Korbschwert erscheint mir trotzdem irgendwie cooler. Gibt's hier noch? Das ist auch noch mal deutlich besser. Kostet aber schon 1000 Francs. Ja, warum sollte man dann das nehmen? Komisch, das Florett ist doch schon besser. Der Streitkolben. Da kommt immer drauf an, was man vielleicht so bevorzugt. So, das ist mir jetzt aber zu teuer. Aber so ein Florett, das können wir gerne mal holen. Das finde ich schick. Ja, kaufen wir. Und jetzt können wir bei dem Florett zum Beispiel auch verbessern. Mithilfe unserer, ich weiß gar nicht, wie man das aufspricht, dieser Punkte, die wir da bekommen. Machen wir jetzt einfach mal verbessern. Verbessert Florett, okay. Ja, das macht jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden. Naja, gut. Passt schon. Ich habe beschlossen, ich gucke mir die Ausrüstung vielleicht auch mal ein bisschen offscreen an. Das dauert sonst immer so ewig und stört so ein bisschen den Spielfluss. Es sei denn, ihr wollt es gerne sehen. Das könnt ihr mir natürlich gerne mitteilen. Vielleicht kürze ich dann auch zu viel weg. Ich weiß es ja nicht. Ist immer so ein bisschen... Manche wollen halt nur die Story sehen, manche wollen auch die ganzen Nebenquests sehen, manche wollen nur die Nebenquests und am besten gar nicht die Story. Das ist alles immer ein bisschen schwierig. So. So. Da unten, den hier sollen wir bestehlen. Und der läuft schon weg. Der hat uns doch noch gar nicht gesehen. Was soll denn der Scheiß? Rennt der schon von dann, ohne uns irgendwie? Nee, ich brauche keine, aber der da wohl. So. Komm, stehlen wir. So, Brief haben wir gestohlen. Ja, und das war's sogar schon. Erinnerung abgeschlossen. Das war ja mal sauber. Ohne Probleme. Jetzt gibt es hier noch diese, wo ich immer wieder vergesse, wie es heißt, zu holen. Bin ich ganz da oben drauf. Ja, sau cool. Das ging fix. So. Doch, ganz da oben drauf. Genau. Eine Kokarde. So, ja gut, wenn das so schnell ging, dann bleibt uns noch genug Zeit. Auf jeden Fall für so eine Pariser Geschichte. Am besten die nächstgelegene, ne? Hier so. Passt, ich glaube, es ist eh egal, in welcher Reihenfolge wir die machen. So, jetzt müssen wir nur mal schauen, wo hier der nächste Heuhaufen ist. Ich sehe keinen. Auch keine Lust, hier den ganzen Weg wieder runter zu kraxeln. Na gut, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Mal runter mit dir. Kamera. Bitte. So. Stecken wir hier ein bisschen fest. Runter, 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 runter. Seil dich ab. Genau. Wow. Und jetzt wollte ich aber eigentlich... Na gut, wir springen hier rüber. Nicht ganz so, wie ich es wollte, aber passt auch. Okay, dann einmal durch das Haus durch. Und ins nächste Haus rein. Na,
Rein mit dir. Rein mit dir. Ah, immer diese Stressmacher hier. Na? Genau, danke schön. So, wo haben wir jetzt hier? Assassinenzeichen. Ah, nochmal eins weiter. So. Und jetzt dann aber in dem Haus drinne. Oh, da hockt doch jemand. Was will denn der von uns? Es werden Köpfe rollen. Schon wieder Köpfe. Sehr schwierige Mission. Naja, zwei, ne? Kann ich die jetzt nicht annehmen, weil die zu schwierig ist, oder was? Im Ernst? Das glaube ich nicht. Ihr müsstet mich wenigstens scheitern lassen, so. Ne, offensichtlich geht das nicht. Das finde ich jetzt aber ganz schön bescheuert, so. Na gut, das heißt, ich muss erstmal Fähigkeiten. Na, wir können ja trotzdem mal schauen, dass wir irgendwie unsere Ausrüstung noch verbessern. Das heißt, bei den Fähigkeiten wollte ich auch noch dieses Gesundheitsboost nehmen. So. Und zwar nicht Gruppenheilung, sondern dickes Fell. Ja. So. Vielleicht sind sie jetzt schon zufrieden. Aber wir schauen natürlich, wir haben jetzt letztes Mal haben wir noch so einen Umhang gekauft. Das heißt, wir können jetzt vielleicht einfach, das war der war für den Kopf. Ja, da haben wir schon einen verbessern können. Wir vielleicht noch einen für die Brust dazu. Was gibt es denn hier? So, ursprünglicher Mantel haben wir jetzt mal. Beim nächsten kriegen wir noch einen Gesundheitsboost. Nochmal mehr Gesundheit. Gesundheit und Schleichen. Deckungsdauer im Sperrgebiet wird hier verringert. Dafür ist die Gesundheit nicht so gut. Schleichen wird verbessert. Verkleidungsradius. Es ist halt auch mal die Frage, was ist jetzt besser für welche Mission, ne? Also vielleicht so. Das sieht doch aus, als ob das so ein bisschen ausgeglichen wäre, oder? Zwischen Gesundheit und Schleichen. Ja, und was viel Besseres können wir eh nicht kriegen. Fernkampf von so einer Deckungsdauer und Schwergebiet und Gesundheit. Ja, passt doch. Nee, dann nehmen wir den mal. Den maßgeschneiderten Militärmantel. So, und vielleicht noch was für die Unterarme. Was ist da alles? Gibt an Kram, Nahkampf, zusätzlicher Schaden und Gesundheit. Geräuschpegel. Das ist dann wieder mehr für Schleichen. Meine Gesundheit. Warum können wir die alle noch nicht nehmen? Ah, da müssen wir Koop-Missionen für schaffen. Okay, Nahkampf, Schleichen. Und das hier macht auch alles zum Beispiel auch nicht verkehrt. Okay. Hier unten wird es dann auch wieder ein bisschen exquisiter. Mir gefiel eigentlich das hier einfach mal, wo alles so ein bisschen dabei ist. Jetzt haben wir auch fast nicht mehr wirklich viel Geld. Jetzt soll es doch langsam mal. Ich habe jetzt auch nicht so viel Lust, noch für Teile und Beine zu gucken. Langt das jetzt? Ja, offensichtlich nicht. Oder ich bin einfach wirklich irgendwie blöd dran. So. So, jetzt kann ich's. Einige Objekte stehlen, um in den Baphomet-Kult aufgenommen zu werden. Gut. Wenn ihr dem Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr zwei heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Also dann nochmal Notre Dame. Die ist ja hier gerade um die Ecke. Da waren wir ja auch schon drinnen, lang genug. So, so die Frage, kommen wir hier durch den Haupteingang irgendwie rein? Ah, das ist ein Seiteneingang? Nee. Oh, wir müssen noch einen Verbrecher töten. So, 10 von 10 Massenereignisse freigeschaltet. So, sie haben einen Satz sie erhalten einen maßgeschneiderten Lauerumhang, okay. Ha, das heißt, man kriegt auch Gegenstände dadurch, dass wir dass wir diese kleinen Aufträge machen. Das ist jetzt aber auch ein bisschen
doof, weil das natürlich einen Umhang haben wir jetzt ja schon eingekauft, den wir nicht weiter brauchen. Bin ich natürlich gerade in die falsche Richtung gerannt, wo man nicht reinkommt. Also noch einmal von der anderen Seite. Die Kelche in Notre Dame. Also wir müssen ja auch rein dann. Aber das sollte ja... sollte machbar und findbar sein vor allen Dingen. Okay. So, da gibt es noch eine Glocke. Lass mich doch einfach mal da rein. Genau. Glocken finde ich ja immer extremst nervig. Oh, wir haben... seht ihr das? Wir haben auch wirklich mehr Gesundheit. Also die Gesundheitsanzeige anguckt. Also es lohnt sich wirklich hier was zu verbessern. Gnadenstoß. Okay. Also ich finde es auch echt cool, dass es jetzt mal sowas quasi wie Erfahrungspunkte gibt, die man durchs Kämpfen bekommt, womit man Gegenstände verbessert. Das gab es ja vorher in der Art nie. Es hat das Kämpfen, hat ja nie was, hat sich quasi nie ausgezahlt, hat sich nie gelohnt. Es war immer nur ein Fun-Faktor sozusagen. Und dass es dafür jetzt endlich mal Verbesserungen gibt, das finde ich cool. Das ist ein bisschen Rollenspiel-liker und das macht echt Spaß. Also, muss mal schauen, ob ich die Truhe jetzt, die habe ich letztes Mal nicht, hatte ich kein Dietrich mehr. Wie es jetzt aussieht. Ja, das ist sogar eine, die wir machen können. Nein. Och. Machen können, wenn wir es denn könnten, ne? Haha. So, beim dritten Anlauf. Wir haben uns 100 an Dietrichten gekostet wieder. Aber gut, das hat sich wenigstens gelohnt. 250. So, und jetzt mal schauen hier. Wo sind denn die Kelche? Die besagten. Ah, okay, wurden schon angezeigt da hinten. Und mit denen habe ich mich auch schon mal angelegt, als ich das... Okay, es hat jetzt gerade wieder gehangen. Und dann wird ja immer meine Thronspur irgendwie abgeblockt. Ich wollte eigentlich erzählen, ich habe die ja schon mal besiegt hier in der Mitte. Aber das habe ich euch weggeschnitten. Das war bei dem Nostradamus-Rätsel. Was habe ich hier Zeit verbracht in der Notre Dame? Das glaubt ihr nicht. So. Gut, sehr schön. Und dann stehlen wir den mal. Das ist der erste Gegenstand. Es gibt hier oben gibt's noch irgendwie eine Truhe. Die gibt es wahrscheinlich oben drauf dann. Oder unten drunter. Eins von beiden können wir ja mal markieren. Sehr schön, Kelche gestohlen. Müssen wir die jetzt wieder zurückbringen? Ja, die müssen wir sogar wieder zurückbringen, ausnahmsweise mal. Schauen wir erstmal, ob die Truhe unten drunter oder oben drüber ist. Die ist unten drunter. Ja, da muss ich wahrscheinlich von außerhalb dann drunter. Vergessen wir das mal ganz schnell. Und gehen erstmal die Kelche zurückbringen. Na, will sich noch jemand mit mir anlegen? Wirklich? Irgendjemand? So, da geht's zum Beispiel. Können wir da einfach runterlaufen? Unter die Notre Dame? Geht das? Upp, ja, das geht tatsächlich. Auch fein. So einen kleinen Exkurs quasi gerade. In die Katakomben der Notre Dame. Na komm, du kannst doch da... Ah, wie war denn das mit dem Durchrutschen? Nee, nicht mit A. Mit B. Ach Mann, wie ging denn das? Das ist jetzt blöd, echt. Das muss er aber doch machen, irgendwie. Jetzt. Doch mit B. Ich dachte gerade. Wow. Das ist ja ein richtig großes unterirdisches System auch. Sehr cool. Und
unterhalb der Notre Dame. Ja, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, ich merk's, aber ich fand das jetzt so cool. Ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Okay, interagieren. Zwei Zahnräder fehlen diesem Mechanismus. Okay, das heißt, wir kriegen hier wahrscheinlich noch Zahnräder, um hier unten weiter zu dürfen. Und da drinnen sind ja dann auch die. Ist ja dann auch diese Truhe. Oh, hier kann man sich aber ganz schön verlaufen auch, ne? Also. Gehen wir lieber nochmal zurück. Wir werden ja bestimmt nochmal einen Auftrag kriegen für die Kanalisation. Gehe ich stark von aus. Und da kommen wir dann wahrscheinlich hier auch rein. So. Wow, 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 wow. Der hält ja auch manchmal nicht ganz so viel aus, so, ne? Das ist schon manchmal so ein bisschen Bedenken. Aber gut, ich war jetzt das zweite Mal 2 Sekunden in die Kanalisation und gehe wieder raus, ohne was erreicht zu haben. Ich glaube, das nächste Mal, ich warte jetzt einfach, wie gesagt, ab, bis da ein entsprechender Auftrag kommt, wo mich jemand mal ein bisschen einweist. So, jetzt hat es mal auf Anhieb geklappt. Aber dafür hier nicht. Okay, nee, Quatsch, da musste ich abbiegen für, nämlich hier rein, genau. Okay, jetzt gehen wir mal unsere Kelche ab, sonst machen wir das heute nicht mehr. Raus ans. Boah, ist das grelle Tageslicht. Also, weiß jetzt nicht, ich glaube, ich konnte den Auftrag nicht richtig annehmen, weil ich nicht richtig annehmen konnte, weil ich blöd dran war. Weil sonderlich schwierig war das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ne, wenn es jetzt hier nicht gleich noch weitergeht. So. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet: Der Vater des Verstehens. Okay. Ich habe eine Losung bekommen. Naja, gut. Okay, wir sind jetzt. Können in dem Kult des Baphomet beitreten. Da gab es doch auch so eine. Ne, so ein. Unterirdisches Ding, wo wir das letzte Mal auch nicht reingekommen sind. Wahrscheinlich kommen wir da jetzt rein. Vielleicht gibt es jetzt auch Baphomet-Aufträge. Ne, gibt's noch nicht. Wo war denn das, wo wir da nicht reingekommen sind? Hier hinten, glaube ich. Ja, ich glaube, da hinten, da würde ich jetzt gerade noch mal schnell kurz gucken, ob da das ist, wo wir jetzt rein können quasi. Jetzt gibt es ja auch noch mal einen Verbrecher. So. Eins von 4 Massenmissionen. Och, lasst mich doch einfach in Frieden. Gerade geredet, dass es cool ist, dass man da quasi Level-Ups bekommt durchs Kämpfen. Aber ich wollte ja jetzt eigentlich nur mal ganz kurz noch gucken, wie das mit diesem Untergrundeingang war. Ob ich da diese Losung verwenden kann. Hoffe ich mal, das war auch hier, sonst blamiere ich mich wieder, dass ich mich nicht auskenne. Ach, guck mal, man kriegt so fürs Wegrennpunkte doch hier, ne? Ein neuer Novize. Wir benutzen die Kelche, die ihr brachtet im heutigen Ritual. Tretet ein. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das hat wahrscheinlich viel mit diesem Untergrundkram zu tun und die erklären mir das dann endlich mal. Also. Soll ich dem jetzt folgen oder kann ich auch vorwegrennen? Willkommen beim Kult des Baphomet. Na gut, dann Dankeschön und so. Die Revolution unterdrückt den Kult der Katholiken, die uns so lange unterdrückt haben. Der hochverehrte Führer macht ständig höchst unschickliche Avancen. Der alte Bock. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich noch so ein. Dieses. Das da genau finde. Die Kokarde, aber was. Jetzt, ich krieg doch jetzt ein Aufnahmeritual, dachte ich. Aufnahmeritual? So, irgendwie? Nicht?
Hier war das doch. Hier seid ihr doch alle. Schwestern und Brüder von Baphomet. Wir überantworten das Leben unserer geliebten Schwester Jeanne, dem Ruhm und der Macht von Baphomets Weisheit. Wir kamen zusammen, um dir, Jeanne, für deine Tapferkeit zu danken. Ich übergebe meinen Körper zum Wohle der Schwestern und Brüder von Baphomet. Wir wissen dein Opfer zu schätzen. Ja, und jetzt bringt er so um. Naja, gut. Das ist aber, ist das das Ritual, dem ich beiwohnen soll? Viele attraktive Frauen dieses Jahr, hm? Jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen, glaube ich. Letztes Jahr haben sie das rituelle Opfer versaut. Diesmal habe ich dafür gesorgt, dass das Messer scharf ist. Ja, Moment mal, das war mit Untertitel gerade, da eingeblendet war. Also wird das doch das Ritual gewesen sein, dem ich beiwohnen soll, oder? Nicht nur, oh Gott, ich finde hier nie wieder raus. Okay, wieder zurück. Und die beleuchteten Gänge entlang. So. Ja, und jetzt? Na gut. Also hier soll ich jetzt doch nichts weitermachen. Na gut, Ich bin ja hier runtergekommen. Gibt's hier hinten denn noch irgendwas? Ritualmordmäßiges? Nö. Naja gut, vielleicht finde ich ja noch raus, was ich hier tun soll. Aber ich muss jetzt hier leider die Folge auch mal wieder beenden. Ne, kann man nicht mal mit irgendjemandem von denen reden? Na, scheinbar nicht. Naja gut, vielleicht gehe ich nochmal raus und komme nochmal rein und dann läuft das nochmal an, das Event. So. Ich da Mitglied werden soll, dann muss ich irgendwas machen in diesem Ritual. Toute cette énergie. Oh, ça me fatigue. Schwestern und Brüder von Baphomet. Wir überantworten das Leben unserer geliebten Schwester Jeanne, dem Ruhm und der Macht von Baphomets Weisheit. Wir kamen zusammen, um dir, Jeanne, für deine Tapferkeit zu danken. Ich übergebe meinen Körper zum Wohle der Schwestern und Brüder von Baphomet. Wir wissen dein Opfer zu schätzen. Und jetzt? Naja, nach wie vor nichts, was ich tun kann hier quasi. Na gut, vielleicht habe ich das auch missverstanden. Ja, aber wenn ich könnte sie ja jetzt erstechen, aber... Aber das, dann kriegen die ja alle wieder Angst. Ne? Soll ich da jetzt kein Blutopfer draus machen? Seid ihr euch da sicher? Ich kann die Waffe ja auch nicht ziehen. Gut, egal, ich werde schon rausfinden, was das damit auf sich hat. Ich muss jetzt leider die Folge beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.